Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Corin. Ah, die Machthabende, die stehende und die besudelnde Person. Alle in einer Person. Eigenartig, ich dachte, es wären drei. Ihr da. Habt ihr keine Zwillingsschwester? Sprecht ihr mit mir? Was ist denn das für ein albernes Geplapper? Was wollt ihr, Giffey-Yankee? Eine Frage mit einer Frage. Tja, ihr Verstand ist tiefgründig, viel tiefer als ich erwartet hatte. Lage über Lage von Doppelzüngigkeit und Betrug. Ich muss mich bei dieser Person vorsehen. Vielleicht sollte ich wieder anfangen, bevor er Verdacht schöpft. Hm, ja, ich denke, es wäre das Beste. Ihr da, Menschweibchen, meine Befreiung aus dem Gefängnis hat einen Preis. Ich muss den Dieb unserer heiligsten Heimlichtümer jagen. Ich weiß, ich habe euch beim ersten Mal gehört. Wovon sprecht ihr? Ich habe keine Ahnung. Ihr meint nicht die Silberklinge, oder? Zurück, Giffey-Yankee, ihr werdet mir nicht stehen. Ihr meint nicht die Silberklinge, oder? Ach, ihr wisst, wie sie genannt wird? Ich musste mich 3 Jahre zum wilden Magier ausbilden lassen, bevor ich das machen durfte. Mein Mentor hat immer gestöhnt, die Ausbildung wäre fürchterlich. Also, ich bin sehr geduldig gewesen, weil ihr nun mal ein niederes Wesen seid. Ich versuche euch nicht versehentlich mit meinen Zielkräften zu überrumpeln. Da seht ihr mal, wie nett ich bin. Also rückt die Silberklinge raus und alle sind glücklich. Naja, vielleicht seid ihr nicht gerade glücklich, aber hin werdet ihr auch nicht tot sein und das ist doch eindeutig besser, oder? Also rückt ihr jetzt die Klinge raus oder nicht? Rücken wir sie mal raus. Sehr freundlich von euch, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will, bis ich das nächste Mal ins Gefängnis lande. Dies ist so schlimm wie eine wilde Woge. Nö. Autosave ist da, toll. Ach nee, da sind wir Drizzt begegnet. Nein, das ist doch der Elfenwald. Ah, Mist. Hm, keine große Herausforderung. Augenpromenade. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. Seid ihr sicher, dass ihr noch wisst, wann wir abbiegen müssen? Ich habe keine Lust, dauernd im Kreis zu gehen. Ja, ich klicke mich da schnell mal durch. Nein, habe ich nicht gesehen. Griffte Friedhofsviertel. Nun gut. Was immer ihr wünscht. Die Silberklinge will ich nicht hergeben, weil die ein Zweihänder ist. Das ist vielleicht dann ein schöner Ersatz für Minsk wegen dem Wellenschaft. Also der Wellenhellebarde. Sprecht ihr mit mir? Ja, eine Frage. Wovon spreche ich? Ich habe keine Ahnung. Seufz. Ich gebe mir alle Mühe, mich zu verständigen. Sie haben mich ausgewählt, weil ich die meiste Erfahrung mit Menschen habe. Das hat mich aus dem Gefängnis geholt und das ist eigentlich eine gute Sache. Bla bla bla. Nein, das werde ich nicht. Ich sagte doch, dass ich ein wilder Magier bin. Da tut eure Schlimmstes. Ich, das würde ich an eurer Stelle nicht sagen. Mein Schlimmstes kann ziemlich schlimm sein. Mein nächstes Mal. Nächstes Mal. Ja, verstanden. Ich bin bereit. Ach, herrje. Schön. Ihr habt es so, wie es sein muss. Anti-Paladin. Pferd? Okay. Ich bin langsam müde. Ja? Könnten wir nicht eine Pause machen? Nächstes Mal. Endlich. Schneller als Chip. Die Dienerin der Natur ist bereit. Los, spuck es aus. Chris. Euer Erstaunen wird noch kommen.
So, hauen wir die einfach mal um. Ja, das Problem ist, Talisa ist gerade im Labyrinth. Zeigt mir, wohin. Bitte eine kleine Rasse. Mint, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse. Schritt zur Seite. Nur ein normales zweihändiges Schwert, okay. Ein Heiltrank und ein Unsichtbarkeitstrank. Wir haben noch recht viele von diesen Bolzen eigentlich. Und Harry sieht ein bisschen. Führt mich an, mein Freund. Auf geht's, geht klar. Heiltränke und da ist der Silbergriff. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? So, der sollte dir gut helfen, Harry. Ich bin bereit. Der Geist wurde aber auch ist aber gerne. Mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Kannst du das Ding so identifizieren? Teil eines Silberschwerts. Dies ist ein Teil eines Silberschwerts. Da behandelt es sich um einen magischen Zweihänder, der von den Gefienke verwertet wird und über alle Fähigkeiten eines Schnitterschwerts verfügt. Für die Gefienke ist das Silberschwert eine heilige Waffe. Das Schwert kann einem Gegner mühelos Gliedmaß oder gar den Kopf abschlagen. Wenn man alle Teile der Waffe fände, könnte man sie vermutlich mittels entsprechender Magie wieder zusammensetzen. Mhm. So. Besucht ja keine Tricks. Ja. Wir wollen erstmal zeuglos werden. Ja, zeigt mal eure Waren. Ja, wenn ihr mir fünf. Na gut, gute Kunden und Erfolge haben teuer erfahren eine besondere Behandlung. Hättet ihr vielleicht daran Interesse, meine besonderen Gegenstände zu sehen? Wenn ihr mir 50 Goldmünzen gebt, zeige ich euch die Waren. Okay. Schaut euch nur diese Gegenstände an, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das sind jetzt die neuen Sachen. Den Feldharnisch plus 1 oder der Plattenpanzer hier. Besondere Fähigkeit, verflucht, minus Charisma, minus Stärke, minus Rüstungsklasse, nein. Beschlagener Lederwams, Kettenhemd. Das Gemeine ist, diese Sachen können halt nie von Magiern benutzt werden. Kurzschwert Kriegsklinge ist ein Zweihänder plus 4, was böse ist eigentlich. Speere, Flegel und Morgensterne, Streitkolben, Schleuder. Ein Herzsucher. Natternest und der Kompositbogen, Langbogen, Kurzbogen. Tränke. Sehr, sehr viele Zauber höherer Stufe, wie Irrgarten zum Beispiel. Grad 8 Zauber, der immer nützlich wäre. Adamantitstaub ist leider nichts wert. Deswegen verkaufen wir jetzt erstmal den ganzen Schmuck und so weiter aus dem Inventar, wie die Perlen hier, die Smaragde. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, Perlen sind mehr wert. Lass mal die Perlen außen vor. Granat. Was habe ich hier noch drin? Das Tagebuch vor der zweiten Hälfte. Schutzzauber, Heilzauber. Nö, hier ist nichts Wertvolles mehr drin. So, der Speer, den brauchen wir nicht. Der Seelenschnitter, der bringt uns nichts, weil der nur böse genutzt werden kann. Tölpelring, Abwehrarmbänder, Streitkolben und Schmuck. Krummsäbel plus 3. Da muss ich mal gucken. Aber die Knochenklinge kann weg. Die ganzen Schwerter können auch weg. So.
Hier können Ringe weg. Die Harfe kann ich nicht verkaufen. Okay, Perlen sind echt nichts wert hier. Stecken der Beherrschung, den brauche ich auch nicht. Das heißt, Perlen können weg. So, jetzt kann ich den Edelsteinbehälter mal leeren. So. Behälter öffnen. Was habe ich hier, was ich nicht brauche? Monster herbeirufung brauche ich nicht unbedingt. Kettenblitz sollte ich behalten. Abbild. Wobei Abbild ist eigentlich mächtig, sollte ich behalten. Magie entfernen und schmieren brauche ich auf jeden Fall nicht. Und eigentlich zwei Steinhäute hier brauche ich auch nicht unbedingt. So. Steinhaut habe ich. Und Hass brauche ich auch nicht. Ich habe bei beiden viermal Hass drauf. So. Ich habe hier jede Menge Heiltränke und Zeug. Gebe ich die Heiltränke mal zu ihr. Flöcke und so zu ihr. Wobei den Adamantiumstaub gebe ich mal Keldorn. Die beiden Sachen können zu ihr. Das kann auch zu ihr. Da öffne ich mal den Behälter. Gib Keldorn den Behälter. Und verschieb mal das in den Rucksack. Was ich so an überschüssigen Trinken habe, geht jetzt mal zu Yahira. Weil die hat Platz. Jetzt wegen der Waffe hier. Damit hat sie ein ETW von 4. Zwei Angriffe. Und die Waffe macht 1W8 plus 3. Die Waffe macht 2W4 plus 2. Also die macht 2 bis 8, 4 bis 10 Schaden. Und die da macht 4 bis 11 Schaden. Wie sieht's bei der Waffe mit dem ETW aus? Auch ein ETW von 4 und 5,5 Angriffe. Nö, da ist die Waffe doch besser. So, die mal da rein. Dann mal Behälter öffnen, dass wir hier Sachen rausschmeißen können. Übrigens, das mit den Pantalons habe ich verkackt. Habe ich mal nachgeguckt, wo man eigentlich die silbernen herkriegt. Die beiden Sachen können weg. Aufzeichnung des Hüters kann weg. Das kann weg und der Kristall. Den behalte ich mal. Die Mithril kann weg. Kugel der Rebellen kann weg. Zahn eines Leichnams und der Lichtedelstein können beide auch mal weg. Dann ausrüstungsmäßig. Rüstung der Viper und der Schuppenpanzer können weg. Die Schleuder. Alans Drachenpan. Die können mal weg. Lelalkor kann weg. Der Adalasser kann weg. Und das Drachenschild kann auch weg. Alles andere hier drin sind Gegenstände, die wir brauchen. Die Confrayer-Gegenstände, der Wellenschaftzeug, ja.
Gut, die beiden Sachen müssen noch identifiziert werden. Ah, ich werde sie einfach hier identifizieren. Man kann in ganz Verrün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Gorgonenplattenpanzer. Feuer- und Säureresistenz minus 1 Rüstungsklasse. Ah. Bei dir bringt er nichts. Bei dir macht er schlechter. Bei dir bringt er nichts. Bei dir würde er 1 besser machen. Und du kannst ihn nicht verwenden. Okay, dann kann der weg. Armbrust. Kann nicht verwendet werden von Druiden, Klerikern, Magiern und Dieben. Immun wäre ein Sonderfall.